Es hätte so schön sein können. Nach langem Verhandeln haben wir doch einen Schlafplatz gefunden. Eine Baracke am letzten Inseleck, die wir nur über einen Fußweg erreicht haben. 4 Betten für 7 verschwitzte, dreckige Biker. Kein fließendes Wasser. Wenigstens trifft am nächsten Tag die Eislieferung für mein Gin Tonic ein. Durchfall vorprogrammiert, aber das ist mir egal. Für die kommende Nacht finden wir auch noch eine etwas bessere Unterkunft, in der zumindest jeder sein eigenes Bett hat. Ich beschließe, mich nicht allzu weit von meiner Strandliege und der nächsten Bar wegzubewegen und drehe ein paar Runden im lauwarmen Meerwasser. Also Kurong. Und ich habe mir jetzt da ein Bier in der Moonbacke. Oh, ich sehe. Ja. Bier? Unser Aufbruch hier in Kurong. Endlich geht's wieder aufs Festland und zurück nach Phnom Penh. Ein Bootstaxi soll uns zurück an die Küste bringen. Interessant. Unser Boot ist jetzt mitten am Meer eingegangen. Es ist Gott sei Dank schon ein anderes da, so wie es ausschaut. Müssen wir jetzt aufs andere Boot. Das Boot ist das kaputt. Boot. Das Boot ist kaputt. Wirklich willkommen sind wir nicht an Bord. Die Fähre ist völlig überfüllt. Irgendwie quetschen wir uns aber doch noch dazu. There goes our plan to get early on the road. I'm flying early. This is our idea. With one engine, we'd almost be there by now. Yeah. Nice boat. Nice boat. Die Fahrt dauert nicht lange. Wir legen wieder an einem völlig desolaten, viel zu engen Pier an. Und schon sind wir wieder auf unseren Hornos. Es ist nicht einmal Mittag, als wir den Prea Monimong Bokor Nationalpark erreichen. Was hier sofort auffällt, ist die wunderbar glatte, frisch asphaltierte Straße, die sich über Kilometer hinauf zur Bokor Hill Station schlängelt. Ganz verstehen wir nicht, warum. Kambodschas Straßen sind ansonsten eher Schlagloch und Hindernisse übersiedelte Todesfallen. Etwas skeptisch drehen wir bald den Gashahn bis zum Anschlag und jagen unsere kleinen Hondas den Berg hoch, was man eben so aus den rund 10 PS herausholen kann. Die Wolken kommen immer näher. Erst strahlender Sonnenschein, dann kann man kaum noch seinen Vordermann im dichten Nebel erkennen.
lassen ein paar ungeübte Touris auf Innerholland links liegen. Kurz machen wir Rast an einem Tempel. Niemand außer uns scheint hier zu sein. Ungewöhnlich für Südostasien. Hier soll es einige Ruinen, verlassene Hotels und Geisterstädte geben. Immer wieder treffen wir auf scheinbar frisch gebaute, aber nie verwendete Gebäude. Es ist bereits Nachmittag, der Hunger ist groß. Mitten im Nebel, in einer der Geisterstädte, werden wir fündig. Es scheint hier ein paar Bewohner zu geben. Ja, das ist schon ein ziemlich verrückter Platz hier. Schaut ziemlich verlassen aus. Ziemlich verlassen. Offen. Krass. Alles verlassen hier. Eine riesen Hütte hingebaut. Und alles verlassen. Aber mittendrin findet sich dann ein Restaurant. Refill. Das schaut nach einem sehr hotten Hotpot aus. Surprised by the amount of tourists. Didn't see a single one all day in the air. It's hundreds of them riding up and down. I'd like to break one in half and see what's inside it. Those are going to be crunchy. Nobody's doing anything, so I'm just going to go fucking mental and pull the light off. Was wir genau essen, wissen wir nicht. Aber unsere skeptischen Blicke sprechen Bände. Kein Wunder, dieses feine Gourmet-Dinner werden wir noch bereuen. Verlassen wir diesen seltsamen Ort. Man muss ganz schön aufpassen. Oft parken mitten im Nebel Fahrzeuge auf der Straße, Menschen gehen spazieren oder wir crashen einfach einmal ein Hochzeitsshooting mitten in der nächsten Kurve. Fügt sich perfekt in den Gesamteindruck ein.
Geschwindigkeitsbeschränkungen ignorierend düsen wir den Berg hinunter. Mit den überforderten Touris, die wohl noch nie zuvor auf einem Roller gesessen sind, habe ich etwas Mitleid. Wir haben auf diesen Straßen einfach Riesenspaß. Die Kette ist mittlerweile so locker, dass sie gegen das Schutzblech schlägt. Ed hat Werkzeug dabei und kommt noch kurz vorm Ziel in den Genuss einer kleinen Reparatur. Weiter geht's Richtung Kampot, der Stadt, wo der Pfeffer wächst. Wir dürfen noch einmal den irren kambodschanischen Verkehr in vollem Umfang genießen. Straßen, die plötzlich einfach aufhören, LKWs, die uns auf unserer Spur entgegenkommen. Letzten Endes sind wir wieder ganz schön staubig, als wir in Kampot ankommen. John went that way. Bald sind wir wieder komplett, finden ein Hotel, besuchen eine gigantische goldene Durian und lassen den Abend in einem etwas verrückten Vergnügungspark ausklingen. In der letzten Folge. Wir werden wieder staubig, erreichen Phnom Penh und ich spiele noch ein wenig Touring.